Hallo Leute, mein Name ist Chris und ich heiße euch willkommen zur nächsten Folge Supremacy 1914 hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs mit Nordalgerien auf der großen 500er-Karte und wir leben noch immer. Wie gehabt, werfen wir mal als erstes einen kleinen Blick in die Zeitung rein, schauen, wo wir uns sind und dann erkläre ich euch, was sich die letzten paar Stunden oder letzten Tage getan hat. Wir befinden uns aktuell an Tag 9. Beziehungsweise kurz nach Wechsel auf Tag 9, also wir haben noch 23 Stunden bis zu Tag 10, befinden uns auf Platz 68, also nach wie vor immer noch im vorderen Fünftel, sind also ganz positiv aufgestellt, was das Ganze angeht. Und jetzt kommt als erstes die erste Neuigkeit. Wir sind nicht mehr alleine. Wir haben unsere alte Koalition, die nordafrikanische Koalition, aufgelöst, weil 3 von 5 Mitgliedern inaktiv gegangen sind. Und dann haben wir ein Angebot bekommen von der Säule des Friedens, der wir dann jetzt auch beigetreten sind und wir sind schlagartig auf Platz 3 hochgeschnellt, was auch daran liegt, dass wir mittlerweile schon 6 Mitglieder in der Koalition haben, sehe ich gerade. Wie viele haben denn die anderen? 1, 2, 3, 4, 5 und auch 6. Okay, 6 Mitglieder in der Koalition mittlerweile auf Platz 3. Rein von der Location her sind wir ganz an der nördlichen Ende von Afrika, dann haben wir noch die Silberkugel hier auf der rechten Seite, die noch am Spielen ist, und dann unsere restlichen Bündnispartner hier. Also wir sind ein bisschen abseits zusammen mit Silberkugel, haben ein paar Regionen zwischen uns. Allerdings der große Vorteil, keine wirklichen Spielerfeinde, abgesehen natürlich über See, die darf man nicht ignorieren. Aber Silberkugel ist der einzige, der hier noch an den Spielercharakterer im Norden grenzt. Unsere südlichen Kameraden natürlich dann noch ein bisschen mehr. Aber die wissen sich aktuell schon ganz gut zu verteidigen. Und mindestens Zentralmali, einer unserer Bündnispartner, hat sich direkt eine Artillerie geboostet. Wir sind an Tag 9, also eigentlich sind wir noch ungefähr, glaube ich, 3 Tage davon entfernt, dass man überhaupt die erste Artillerie haben könnte. Oder 4 Tage sogar. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Fabrik, glaube ich, 2 Tage Bauzeit, Artillerie 3 Tage. Also hätte es eigentlich noch lange dauern dürfen, bis hier die erste Artillerie zu sehen ist. Also die sind ganz aktiv auf Kriegsfuß und breiten sich auch gut aus. Bei uns sieht es eh nicht gut aus. Also es passiert nicht sonderlich viel. Wir schaffen es immer mal wieder hier Südmarokko das ein oder andere Land abzuzwacken. Aber wir sind hauptsächlich im Verteidigungsmodus. Südmarokko macht nichts anderes. Also macht eigentlich das, was die KI immer macht. Er wirft uns alles entgegen, was er ansatzweise irgendwie hat. Und wir verteidigen einfach. Das heißt, wir stehen einfach hier, halten den ganzen Stand und lassen sich Marokko an uns aufrauchen. Das ist so ungefähr das, was wir momentan machen. Ich sammle immer schön die ganze Zeit meine Truppen hier unten, guck mal, ob man schon wieder ein bisschen. Nee, die verschieben wir alle schon. Das passt, ziehen immer mehr Truppen runter, und warten einfach auf unsere Chance gegenzuschlagen. Wir haben jetzt auch keinen Stress. Wir haben hier oben eine Fabrik am Bauen und hier unten habe ich die Fabrik um einen Tag geboostet mit den Gratis-Goldmark, die ich immer bekomme, jeden Tag fürs fleißige Werbung schauen. Das heißt, hier wird auch schon unsere erste Artillerie gebaut. Die braucht allerdings noch 3 Tage, 18 Stunden. Mal gucken, ob ich da nicht nochmal einen Tag wegbooste mit der Gratis-Goldmark. Aber das schauen wir mal. Zusätzlich baue ich hier oben eine Eisenbahn, damit erstens die Geschwindigkeit erhöht wird und zweitens wir noch mehr Getreide hierher bekommen. Das würde dann heißen, dass wir tatsächlich vielleicht sogar noch die ein oder andere Kaserne mehr bauen könnten auf absehbare Zukunft. Und unsere Einheiten verstärken. Hier können wir noch mal kurz live, sagen wir mal, 5 Einheiten wegziehen. Die brauchen jetzt auch 20 Stunden, bis die da unten angekommen sind. Dementsprechend müssen wir da tatsächlich ein bisschen geduldig sein und wir verteidigen hier einfach. Unsere Stunde schlägt tatsächlich in 2 bis 3 Tagen, wenn unsere Artillerie herauskommt. Das bedeutet nämlich, dass wir uns dann einfach hier hinstellen, einfach auf das Gebiet bomben bis zum geht nicht mehr warten, bis er aufgeraucht ist, dann marschieren wir ein und das machen wir dann hier einmal querfeldein durch das ganze Gebiet durch. Und wenn wir uns das Gebiet holen, geht es uns tatsächlich viel besser. Wir haben nämlich aktuell einen Minus in Kohle und Minus in Gas. Gas gleiche ich gar nicht mehr aus, das ist bei minus 133, da ist mir mein Geld viel zu schade für. Kohle halte ich im Plus, damit wir nicht zu viel Moralverlust aufgrund von fehlenden Ressourcen haben. Kohle dürfte sich auch erledigt haben, wenn wir die Doppelkohleprovinz hier als erstes geholt haben. Und Gas dürfte sich auch ganz gut gestalten, wenn wir die beiden haben. Man muss mal gucken. Bei einer Moral von 80, die wir ja auch locker erreichen werden, kriegen wir 5000 Gas. 5000 Gas pro Tag. Das sind fast, wie viel haben wir da? 250 pro Stunde. Das heißt, wir sind hier locker im Plus. Also das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Oder jedenfalls ausgeglichen, wenn die Bevölkerung dann auch einfach mehr braucht. Aber
Das sollte tatsächlich kein Problem sein. Wir entwickeln uns hier wirklich weiter langsam. Wir haben uns mit unseren Verbündeten im Süden auch mittlerweile kurz geschlossen. Ziel ist es, dass wir uns irgendwo hier in der Mitte treffen. Das heißt, die werden sich jetzt weiter Richtung Norden ausbreiten, ich Richtung Süden, und Silberkugel wollte sich auch eher Richtung Süden und Osten orientieren, sodass wir uns hier nicht alle Gebiete teilen müssen. Dürfte sich auch ein bisschen hinziehen. Dadurch, dass hier relativ viele AFK-Spieler sind, wird es immer auf die gleiche Taktik hinauslaufen. Wir schießen mit einer Artillerie rein, ziehen uns dann ein Stück zurück und warten, dass uns der NPC einfach alles vor die Füße wirft, was er hat und was er finden kann. Ich gucke jetzt gleich nochmal, das können wir eigentlich mal kurz live machen. Wir schauen mal tatsächlich, ob wir hier nicht direkt auf Stufe 2 upgraden. Ah, können wir erst ab Level, ab Tag 10 können wir erst auf Tag 2 auf Stufe 2 gehen. Bietet sich also nicht an, hier direkt Rohstoffe zu kaufen und eins weiterzugehen. Naja, das soll's auch. Das soll es dann auch zur heutigen etwas kürzeren Folge gewesen sein. Ich bin gespannt, was sich die nächsten Tage noch entwickelt. Bis wir unsere Artillerie haben, wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger bleiben, außer einer unserer nördlichen Partner beschließt, noch in uns einzufallen. Aber davon gehe ich aktuell mal nicht aus. Und bis dahin versuchen wir mal weiter zu überleben, unsere Truppen auszubauen. Und ich hoffe, ihr seid demnächst wieder mit dabei. Bis dahin, euer Chris.